Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Das Gesetz wird eingebracht von Herrn Staatsminister Wintermeyer. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, sehr vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung legt Ihnen unter diesem Tagesordnungspunkt 3 den Entwurf eines Zustimmungsgesetzes zum 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vor. Im Rahmen der Vorunterrichtung hatte ich den Landtag bereits im Oktober letzten Jahres entsprechend informiert. Schwerpunkt dieser Neuregelung ist zum einen die Anpassung der rundfunkstaatsvertraglichen Regelung an die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung. Dementsprechend sollen der Rundfunkstaatsvertrag, der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der ZDF-Staatsvertrag und der Deutschlandradio-Staatsvertrag an die EU-Vorgaben angepasst werden. Bei der EU-Datenschutzgrundverordnung geht es um die Fragen von Datenerhebung und Datenverarbeitung, stärkt die betroffenen Rechte dadurch, dass sie auch Auskunfts- und auch Einsichtsrechte bekommen. Zum anderen wird eine sogenannte Betrauungsnorm für Kooperation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geschaffen, wonach die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Interesse der Beitragsstabilität auf möglichst vielen Feldern, z.B. Produktion, Programmrechteerwerb, Programmaustausch, Sendernetzbetrieb und vieles andere mehr, zusammenarbeiten sollen. Diese Neuregelung soll den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Lichte EU-rechtlicher Regelungen Rechtssicherheit, insbesondere im Wettbewerbsrecht bei Kooperationen im Auftragsbereich, geben. Und last but not least wird redaktionell endlich der Begriff UEFA-Cup gestrichen und durch Europa League ersetzt bei den frei empfangbaren Fernsehprogrammen. Wir wollen hoffen, dass vielleicht auch einmal ein hessischer Verein denn frei empfangbar bei der Europa League entsprechend übertragen werden kann. Meine Damen und Herren, so viel zum Inhalt, der nicht großartig ist. Erlauben Sie mir bitte noch eine Anmerkung zum Verfahren der Ratifizierung. Der Staatsvertrag soll am 25. Mai dieses Jahres in Kraft treten. Da bis dahin die Ratifikationsurkunden sämtlicher Länder vorliegen müssen, laufen nun die Ratifikationsverfahren in den Landesparlamenten, so auch hier im Hessischen Landtag. Hier sollte das Ratifikationsverfahren, meine Damen und Herren, im April abgeschlossen werden, weil die im Mai stattfindende Plenarsitzung für eine fristgemäße Ratifizierung zu spät käme. Dies dürfte auch nach meinem Dafürhalten gut zu schaffen sein, zumal die Regelungsgegenstände des Staatsvertrages, wie ich sagte, überschaubar sind und eine Anhörung hierzu auf Ebene der Ländergemeinschaft stattgefunden hat. Die entsprechenden Unterlagen werde ich dem Ausschuss unaufgefordert für die Beratungen gerne unmittelbar nach der eben von mir vorgenommenen Einbringung zur Verfügung stellen. Ich bitte Sie daher, dem 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und dem da vorliegenden Gesetzentwurf zuzustimmen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Als Erstes hat sich zur Debatte gemeldet Herr Kollege Dr. H.C. Hahn für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn zu einem Rundfunkänderungsstaatsvertrag ein Datenschützer redet, wird, glaube ich, jedem hier im Raum klar, dass es weniger um Medienrecht, weniger um Rundfunkrecht, sondern fast ausschließlich um Datenschutzrecht geht. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung wird in weniger als drei Monaten – der Minister hat bereits darauf hingewiesen – genau am 25. Mai 2018 in Kraft treten. Solange haben wir, die Länder, der Bund, die anderen Mitgliedsländer, Mitgliedsnationen der Europäischen Union Zeit, von den Öffnungsklauseln Gebrauch zu machen und eine andere Art von Ausgangsgestaltung vorzunehmen. Da Rundfunkrecht Ländersache ist, legt die Landesregierung deshalb zu Recht ein Zustimmungsgesetz zum 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vor, mit dem Ziel, rundfunkspezifische Regelungen unter Beachtung der Bezugnahme auf die EU-Datenschutzgrundverordnung zu erlassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die vorgeschlagenen Regeln, insbesondere zur Sicherung des sogenannten Medienprivilegs,
Der Schutz des personenbezogenen Daten, die im Rahmen der journalistischen Tätigkeit gewonnen wurden, finden nach erster Einschätzung unsere Zustimmung. Gespannt bin ich auf die Einschätzung des hessischen Datenschutzbeauftragten Prof. Ronellenfitsch mit Blick auf die Entschließung der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder vom 9. November 2017. Darin wurde ein bisschen Kritik daran geübt, dass es sein kann, dass durch diese Änderungen möglicherweise die Rechte der insbesondere der Landesdatenschutzbeauftragten tangiert sein können. Ich hoffe, dass Prof. Ronellenfitsch zu dem Ergebnis kommt, zu dem wir in der FDP-Fraktion auch gekommen sind, dass für die Prüfung des Hessischen Rundfunks weiterhin der Landesdatenschutzbeauftragte zuständig ist oder nicht. Ja, aber das wollte ich auch ganz bewusst noch einmal, Herr Staatsminister, in das Protokoll des Hessischen Landtages diktieren. Sollte irgendwann jemand diese Frage eruieren, dann wird er sich sicherlich auch mit dem Willen des Gesetzgebers auseinanderzusetzen haben. Ich glaube, der ist eindeutig hier in diesem Hause. Ich habe noch nie etwas anderes, auch im UDS nicht gehört, dass der Hessische Landesdatenschutzbeauftragte weiterhin ausschließlich, nicht neben anderen, sondern ausschließlich für die Prüfung der in Hessen ansässigen Landesrundfunkanstalt, die wir Hessischer Rundfunk nennen, zuständig ist. Zwei kurze Anmerkungen möchte ich aber dazu noch machen. Zum einen lesen wir, dass es beim ZDF einen sogenannten Rundfunkdatenschutzbeauftragten neu geben soll. Dieser soll im Sinne von Artikel 51 Datenschutzgrundverordnung die unabhängige Aufsicht sein. Denkbar wäre ja auch gewesen, eine bestehende unabhängige Datenschutzbehörde mit der Aufsicht zu betrauen, statt eine neue Stelle zu schaffen. Diese zusätzliche Datenschutzbehörde muss künftig auch in die Bund-Länder-Koordinierung im Hinblick auf den Europäischen Datenschutzausschuss eingebunden werden. Für alle diejenigen von Ihnen, die in der Materie nicht so ganz drin sind, da streitet man sich noch zwischen den Ländern auf der einen Seite und dem Bund auf der anderen Seite, wer denn in Brüssel der Ansprechpartner ist. Ich kann nur hoffen, dass man erkennt, dass man da zwei Vertreter Deutschlands in die Gremien nach Europa schicken muss, wie man das hier auch bei anderen Dingen macht, wo es eine Ländergesetzgebungshoheit gibt. Und jetzt kommt halt noch der Rundfunkdatenschutzbeauftragte des ZDF dazu. Sie wissen, liebe Freunde, die Rundfunkrecht machen, im Datenschutz jedenfalls gilt der Grundsatz der Datensparsamkeit. Vielleicht könnte man daraus ja auch eine Sparsamkeit bei dem Beauftragtenwesen herauslesen. Ich wollte das nur einmal für die FDP-Fraktion Ihnen zur Diskussion beigeben. Letzter Punkt. § 11 Absatz 4 Kooperationspflicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das hat nichts mit Datenschutz zu tun. Das hat aber auch nichts mit Medienrecht zu tun. Sondern hier hat man in den Staatsvertrag hereingenommen ein Thema, das ausschließlich mit dem europäischen Wettbewerbsrecht zu tun hat. Man hofft, wenn man diese Kooperation in § 11 Absatz 4 des Änderungsstaatsvertrags aufnimmt, dass man dann die Normen des Wettbewerbsrechts auf europäischer Ebene umgehen kann und man da nicht entsprechende Ausschreibungen bei Produktion, bei Programmrechtserwerb, bei Programmaustausch im Beitragswesen und im Beschaffungswesen vornehmen muss. Da bin ich wirklich auf die juristische Auseinandersetzung gespannt, wobei die wird nicht, da hat Kollege Wintermeyer vollkommen recht, die wird nicht vor Abschluss dieses Rundfunkstaatsvertrages entschieden werden, sondern die wird irgendwann einmal von einem Gericht, ich schätze einmal vom Europäischen Gerichtshof im EuGH in Luxemburg entschieden werden. Sie merken, wir haben uns mit dem Staatsvertrag inhaltlich auseinandergesetzt und das Votum, das meine Fraktion mir heute gegeben hat, war wohlwollende Prüfung mit dem Ziel der Zustimmung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Herr Abg. Kollege Möller für die CDU-Fraktion. Bitte sehr.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für einen Vorgang, der notwendig ist und der in einem gewissen Zeitfenster abgehandelt und beraten werden muss, finde ich 7,5 Minuten Redezeit interessant. Aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass wir uns dahingehend einig sind, dass es wichtig ist, dass wir den 21. Änderungsstaatsvertrag hier im Anschluss im Ausschuss beraten, um ihn dann wieder im Plenum zur Vorlage zu bekommen. Die Datenschutzverordnung tritt am 25. Mai in Kraft. Deshalb haben wir ihn heute hier vorlegen müssen, sehen, dass wir das zeitnah in den Gremien beraten. Wir können es also nach hinten schieben. Das Mai-Plenum wäre zu spät. Die Fragen, die Kollege Hahn eben aufrief und aufgriff, dürften wir auch im Rahmen des Ausschusses mit Sicherheit beraten können. Gerade die Sachen mit Datenschutz, die Sache, was die Hamburger Justizbehörden zwischenzeitlich mal äußerten, das muss alles in Einklang gebracht werden mit dem Datenschutzrecht. Und wir müssen hier bereits auch jetzt schon sagen, das Medienprivileg im deutschen Datenschutzrecht muss entsprechend auch dort angepasst werden. Zur Betreuungsnorm hat Staatsminister Wintermeyer bereits Ausführungen gemacht. Ich glaube schon, dass wir hier eine Rechtssicherheit und auch eine Planungssicherheit für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten anstreben sollten, allein schon vor dem Hintergrund einer Beitragsstabilität und einem sparsamen, effizienten Umgang mit den zur Verfügung stehenden Beiträgen. Produktion, Programmrechte, Programmaustausch, das sind alles normalerweise Sachen, wo man die abnicken müsste. Nichtsdestotrotz ist das hier ein wichtiger Punkt bei diesem 21. Änderungsstaatsvertrag. Ich freue mich zu hören, dass Sie weitestgehend ein Plazett haben, das Ganze positiv zu begleiten. Ich mache es kurz. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Ich denke, dass wir dort relativ zügig zielorientiert arbeiten werden und auch die offenen Fragen zu Datenschutzaufsicht, Landesdatenschutzbeauftragten und Ähnlichem relativ zügig beantworten werden können, sodass wir im Zeitfenster bleiben können, damit das Ganze rechtzeitig vor dem 25. Mai in Kraft treten kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Möller. Als Nächster hat sich gemeldet für die Fraktion der Sozialdemokraten gemeldet, Herr Kollege Siebel. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank für die Einbringung. Ich will versuchen, mal ein paar neue Aspekte und auf ein paar Redner auch einzugehen. Herr Kollege Hahn, Sie hatten irgendwie ein Problem mit dem Thema Kooperation der öffentlich-rechtlichen Sender. Also dazu will ich noch einmal sagen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mehr miteinander kooperieren sollen und müssen, ist nach meinem Verständnis auch ein Gebot der Tatsache, dass wir in Verantwortung als Politiker darauf achten müssen, dass mit dem Geld, das die Zahlerinnen und Zahler zur Verfügung stellen, ordentlich umgegangen wird. Und deshalb ist Kooperation so wichtig. Und deshalb muss sie auch hervorgehoben werden. Nun sagen Sie, ja, das muss aber wettbewerbsrechtlich geprüft werden. Also, dazu EU-Vertrag heißt es in Artikel 106 Absatz 2, dass für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind usw., die europäischen Wettbewerbsregeln gelten. Herr Kollege Hahn, ich bin ja nun nur Lehrer und Sie sind Jurist. Aber wenn ich diesen Satz, da können Sie nichts dazu, aber ich sage auch nichts über Ihr Examen, wenn ich diesen Satz lese, dann ist es offensichtlich, dass die Regelung der einer Dienstleistung, die wirtschaftlichem Interesse dient, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gilt. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich an dem Punkt mit der Medienkommission, glaube ich, sehr einig, dass dort zu einer Regelung gefunden wurde, die EU-rechtlich kompatibel ist, natürlich auch in meinem Respekt vor allen Gerichten, die dazu etwas zu sagen haben. Von unserer Sicht ist sowohl der Punkt Medienprivileg, ich brauche dazu nichts mehr zu sagen, als auch die Frage Kooperation der öffentlich-rechtlichen Sender. Das sind die zwei Kernbestandteile dieses Rundfunkänderungsstaatsvertrages in Ordnung und unumstritten. Und wie hat Kollege Hahn gesagt, wir werden dem wohlwollend gegenüberstehen. Ich möchte wenigstens noch den einen oder anderen Satz sagen zu dem Bereich, wo es die Rundfunkkommission nicht geschafft hat, im 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu einer Regelung zu kommen, nämlich die Frage der Reform des Telemedienauftrags der öffentlich-rechtlichen Sender. Es ist, wie man hat nachlesen können, lediglich so,
dass in dem Ergebnisprotokoll zu den Beratungen festgestellt worden ist, ich zitiere, die Verweildauern für Sendungen, auf Sendungen bezogene Telemedien, die sogenannte 7-Tage-Regelung, soll aufkommensneutral zeitgemäß ausgedehnt und die Regelung zum Verbot presseähnlicher Angebote weiter konkretisiert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedauere es sehr, dass wir, und wie man hört, lag es am Widerstand einiger unionsgeführter Länder, dass wir in diesem Staatsvertrag dort noch nicht zu einer Regelung gekommen sind, weil, meine sehr verehrten Damen und Herren, die 7-Tage-Regelung geht dermaßen an der Nutzerrealität von denen, die auf den Online-Medien unterwegs sind, vorbei, dass wir, so hoffe ich, sehr bald im Rahmen, wenigstens im Rahmen des 22. Das sieht ja auch so aus, dass wir da zu Potte kommen, dort zu einer Regelung kommen werden. Es ist wichtig aus meiner Sicht, sind zwei Dinge. Erstens muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in Zukunft zeitgemäße Online-Angebote zur Verfügung stellen. Und dazu gehört natürlich auch die Verwendung von Texten. Das ist der Punkt mit dem Presseähnlich. Das ist insbesondere auch für all diejenigen wichtig, die so mal unterwegs das Ganze abrufen. Also, ich glaube, die Tagesschau-App und Ähnliches sind schon ziemlich erfolgreich. Oder Leute, die in Bahn und Bus halt über die Apps auch unterwegs sind. Und gerade die Regelungen zur Verweildauer in den Mediatheken wirken angesichts der modernen Nutzergewohnheiten ziemlich unnatürlich. Daher müssen wir die Verweildauern für Sendungen und auf Sendungen bezogene Telemedien zeitgemäß ausdehnen. Das versteht kein Mensch, das Netz vergisst nichts, und wir leisten uns noch diese, wie ich finde, ziemlich alberne 7-Tage-Regelung. Das entspricht nicht mehr der Realität der Nutzer von Online-Angeboten, sondern es geht an der Realität vorbei. Und wir müssen, ich weiß, dass das ganz schwierig ist bei Ihnen in der Medienkommission, wir müssen da zu einer Verständigung kommen. Letzte Bemerkung. Dieses Thema wird ja auch immer sehr, sehr heftig diskutiert. Und ich möchte abschließend etwas zu dem Vorwurf sagen, dass der Telemedienauftrag und die Veränderung desselben zu einer Schieflage zwischen dem öffentlich-rechtlichen, also im dualen System käme zwischen den öffentlich-rechtlichen und den privaten Anbietern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, dass ich ein Verfechter der dualen Rundfunkordnung bin. Aber es hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass auf der einen Seite der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auf der anderen Seite die privaten Anbieter so etwas wie einen Markenkern entwickelt haben. Und es ist völlig unumstritten, dass der Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die zur Verfügungstellung, die redaktionelle Aufarbeitung von Information ist. Das ist das, was am meisten antizipiert wird von den Bürgerinnen und Bürgern, und das ist das, was völlig unumstritten der Markenkern und der Qualitätskern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Und die Privaten ringen darum, dass ihr Markenkern das ist, was ich einmal Entertainment nennen würde. Ich sage nicht Unterhaltung, sondern Entertainment. Das mag man nun schön finden oder weniger schön in der einen oder anderen Ausgestaltung, die einem bei RTL 2 manchmal so entgegenschlägt. Aber wenn man das respektiert, dass es solche Markenkerne gibt, dann glaube ich, ist es unsere Aufgabe, den Markenkern vom Öffentlich-Rechtlichen, nämlich die Zurverfügungstellung redaktioneller Aufbereitung von Informationen, auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen im Rahmen des nächsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags zu fokussieren. Ich glaube, dann tun wir auch dem dualen System insgesamt einen guten Dienst, und wir können dann damit insgesamt ganz zufrieden sein. Ich glaube, Sie hatten gesagt, Sie können ruhig klatschen. Wir kriegen die Unterlagen aus der Regierungsanhörung. Wunderbar. Dann, glaube ich, können wir auch zu einem geordneten, wie mein parlamentarischer Geschäftsführer immer sagt, aber gleichzeitig auch im Zeitplan liegen. Das Datum ist genannt worden, 25. Mai, Verfahren kommen.
Ja, manchmal muss man aufgrund der dahinschwindenden Zeit, ich habe schon 7 Minuten 34 gesprochen, auf das eine oder andere Thema wie die UEFA auch verzichten. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Siebel. Als nächstes spricht Frau Abg. Dorn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es sind kleinere Änderungen, die wir hier im Staatsvertrag vornehmen. Lassen Sie mich trotzdem noch einen grundsätzlichen Aspekt nennen, wenn wir schon über den öffentlichen Rundfunk hier debattieren. Der steht im Moment vor enormen Herausforderungen von organisatorischer Frage, von finanzieller Frage. Und er steht unter großem Druck aufgrund der Rechtspopulisten in diesem Land. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir bei all den Veränderungen, die wir vornehmen müssen, die auch wichtig sind, in all den Umstrukturierungen, dass wir immer eine Linie haben, den öffentlichen rechtlichen Rundfunk zu stärken. Denn er gehört uns allen, er ist unabhängig. Gäbe es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, man müsste ihn heute erfinden. Diese Veränderungen hier sind kleinerer Natur. Es wurde schon angesprochen von Herrn Siebel, dass leider der ganz große Wurf noch nicht gelungen ist. Das Telemediengesetz, auch das würden wir uns als GRÜNE natürlich wünschen, dass wir hier zu einer Einigung kommen. Aber auch diese Punkte sind wichtig. Vor allem haben sie zeitkritische Aspekte. Das haben meine Kollegen schon gesagt. Am 25. Mai 2008 soll dieser Rundfunkänderungsstaatsvertrag in Kraft treten, weil nämlich dann die EU-Datenschutzgrundverordnung gültig wird. Und dort ist ein Bereich, der wichtig ist, nämlich, dass wir das Medienprivileg erneuern. Man muss sich überlegen, insgesamt im Datenschutzrecht gibt es ja dann die Möglichkeiten, entsprechend die Informationen freizulegen. Aber beim Journalismus wäre das natürlich schwierig, wenn man seine Informanten freilegen müsste. Und hier ist die Sicherung der Pressefreiheit das oberste Gut. Und wir müssen das entsprechend in den Einklang bringen. Die EU-Datenschutzgrundverordnung macht das nicht von selbst, sondern gibt uns die Möglichkeit, dies zu tun. Der zweite Aspekt, der hier geregelt wird, ist die Frage der Kooperation der öffentlich-rechtlichen Sender. Ein wichtiges Thema für Effizienzgewinne, für gute Kooperation, für Qualitätsjournalismus. Und auch hier muss das rechtssicher gestaltet werden. Und ich denke, dass da eine vernünftige Lösung vorgeschlagen ist. Alles Weitere wird ja die entsprechenden Diskussionen zeigen. Und ansonsten hoffen wir, dass sich dann in den kommenden Monaten wirklich die Novelle des Telemedienauftrags auch ergibt. Gerade die 7-Tage-Regelung, Herr Siebel, haben Sie angesprochen, da bin ich ganz bei Ihnen, und das Verbot presseähnlicher Angebote. Das sind schwierige Aspekte, die immer wieder den öffentlichen rechtlichen Rundfunk, aber auch die Zeitungsverlage vor schwierige Diskussionen stellen. Und hier muss es einen guten Kompromiss, eine gute Lösung geben. Da sind wir gerne daran beteiligt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Alle haben darauf hingewiesen, beginnend mit Herrn Staatsminister Wintermeyer, dass das doch sehr überschaubar ist, was wir hier regeln müssen. Und, Herr Wintermeyer, ich bin ja auch fast versucht, Sie als Landesregierung diesmal aus dem Zeitdruck draußen zu halten. Es ist klar, dass wir vor dem 25. Mai, wenn die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, geregelt haben müssen. Ansonsten können wir die Ausnahmen nicht mehr regeln. Ich will vielleicht noch einmal für diejenigen, die mit Medienrecht weniger zu tun haben, illustrieren, worum es beispielhaft dabei geht. Ohne ein Medienprivileg, was wir regeln, dürften bei Berichterstattungen z. B. keine Namen mehr genannt werden. Ohne Einwilligung der Betroffenen. Eine solche Einwilligungslösung würde aber aus meiner Sicht, ich glaube aus unser aller Sicht, gegen die Pressefreiheit verstoßen. So wäre journalistische Arbeit unmöglich. Und solche Dinge regeln wir jetzt mit diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag vollkommen in Ordnung. Angesprochen wurde auch immer der zweite Regelungskomplex, entweder Kooperationsgebot genannt oder Betrauungsnorm. Auch da ist es vollkommen klar, wir müssen die schon geübte Praxis
und b auch aus meiner Sicht eher noch auszubauende Praxis, dass man Dinge nicht doppelt und dreifach tun muss, sondern kooperieren sollte, vor dem Wettbewerb in der EU schützen. Das versuchen wir damit. Herr Hahn hatte schon darauf hingewiesen, ob das dann Bestand hat vor dem EuGH, warten wir ab, aber wir müssen es zumindest versuchen. Ich möchte, weil auch Vorrednerinnen schon darauf hingewiesen haben, dass bei der Kooperation selbstverständlich auch nach Effizienzkriterien zu gucken ist. Wir stimmen ja nicht ein in dieses große Sparkonzert, dass alle kürzen müssen, deswegen auch die Rundfunkanstalten kürzen müssten. Aber trotzdem erlesen wir ja alle, nicht nur die wir Medienpolitikerinnen sind, wieder über die große Diskrepanz, die im Moment da ist, wie Rundfunkanstalten einerseits ein großes Defizit bei sich errechnen und andererseits die Kommission zur Erfassung des Finanzierungsbedarfs in den Rundfunkanstalten das anders sieht. Klipp und klar muss sein, egal wo Einsparungen oder eben Nichterhöhungen von Rundfunk- oder Haushaltsabgaben in Zukunft da sind, das, was an Geld da ist, muss in erster Linie a) dazu verwendet werden, dass früher einmal Ausnahmegruppen, die vom Rundfunkbeitrag befreit waren, heute auch wieder in den Befreiungstatbestand kommen. Das ist das eine. Und das Zweite, ich stimme Herrn Siebel voll zu, dass das mit der 7-Tage-Regelung in der Mediathek natürlich vollkommen aus der Zeit ist. Aber wenn wir dort zu anderen Regelungen kommen, hat das notwendig auch zur Voraussetzung, dass Produzentinnen, Autorinnen, alle, die die Filme erstellt oder die Dokumentationen erstellt haben oder was auch immer dort in der Mediathek steht, dass die endlich ordentlich bezahlt werden, damit sie auch von ihrer Arbeit leben können. Auch das sollte mittlerweile selbstverständlich werden. Eine letzte Bemerkung von meiner Seite. Herr Wintermeyer, Sie hatten deutlich gemacht, dass der Regelungsbedarf klein ist. Ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, ob gemessen an den zwei kleinen Dingen, die wir damit regeln, die Geschichte, dass das Kind jetzt Europa League heißt, größer oder kleiner ist. Ich weiß es nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. Damit liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor. Die erste Lesung ist erfolgt, und wir verweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Hauptausschuss.